Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin vom Beruf Lehrer. Ich lebe in Berlin. Wollte bloß mal Tag sagen. Ne? Ich fühle mich nicht gut dabei, immer nur meckern zu müssen. Nee, wirklich nicht. Aber es geht ja nicht anders. Ne? Wenn die Schwarzen, die Roten und die grünen Kommunisten so viel Bockmist bauen, da muss man doch mal was sagen, oder? Wir sehen doch, dass das Auto mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand gefahren ist, muss man schon fast sagen. Ja? Merken noch nicht alle, aber ich registriere das dadurch, dass manche Leute tatsächlich glauben, dass hier jetzt wäre nach Corona. Aber nein, Corona ist etwas ganz anderes. Corona ist sozusagen unser Deindustrialisierungsprogramm. Ne? Ja. Die Lieferketten werden gestört, die Menschen werden in ihren Aktivitäten beeinträchtigt. Sie können nicht mehr das unternehmen, was sie unternehmen wollen. Alles wird ausgebremst. Slow down, slow down, slow down. Also ich bin ja sowieso die Bremse schlechthin. Ich gehe ja nur noch zu Fuß, ne? Also ich bin ja schon am Ziel angekommen. Aber ich hab so doch meine Bedenken, ob da alle hinwollen, ne? Mit mir spazieren gehen, Eisbaden. Und vielleicht demnächst einen Angelschein machen und draußen dann einen Barsch braten oder so. Ja, also mir bringt das Spaß. Ich bin ein Naturkind, ich bin in der Natur aufgewachsen. Ich habe damit kein Problem, aber alles, was ich gesagt habe, das habe ich gesagt in der Verantwortung eines Lehrers, der Unwissende etwas schlauer machen möchte, damit sie den selbst in diesem Leben zurechtkommt. Ne? Und wenn es besonders Schlaue sind, mit denen ich rede, dann kann ich denen auch dabei helfen, ein bisschen kritischer zu werden, Dinge zu hinterfragen. Ob andere das nicht tun? Na, ich hoffe doch, ja? Aber das hilft ja nicht. Eine Person oder zwei Personen oder drei Personen, das muss ja quasi dauerhaft geschehen, dass man Leute enables, nennt man das in der Wirtschaft, ne? Enabled. Dazu bringt, dass sie selbst etwas tun können. Also nicht darauf vertrauen, dass die Regierung irgendetwas macht, weil die braucht ja auch Leute. Und ich glaube, das ist der Hauptfehler in unseren ganzen Diskussionen. Ne? Man sagt immer, oh, da musst du Leute einstellen, oh, die müssen das tun, oh, da müssen wir irgendwas bauen, oh, da müssen wir Action, Action, Action. Hey, slow down. Ich bin schon angekommen. Wir machen gar nichts. Nee, das wollen sie auch nicht. Was wollen sie denn? Bitte schön, äußern Sie sich doch mal. Ich glaube, ich habe da sowas gehört wie CO2-freie Umwelt oder sowas, ja? Wissen Sie was? Wenn Sie das CO2 reduzieren, dann geht Ihnen die Vegetation ein und dann werden Sie nichts mehr ernten, dann haben Sie nichts mehr zu essen. Das ist ein Selbstmordprogramm. Also das ist wirklich völlig idiotisch. So haben sie es auch nicht gemeint. Ja, was verdammt nochmal, was haben sie denn gemeint? Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, weil ich ja dachte, so als mitdenkender alter Mensch, da hat man ja schon großen Vorrat an Lebensweisheiten getankt. Ne? Die kann man ja nochmal ein bisschen weitergeben. Ich hatte dann ja auch mein schönes Buch geschrieben, ne? Greta-liegt-falsch.de. Wenn man das eingibt, dann landet man auf einer Seite, die meine Gedanken zum Klimawandel wiedergibt. Und daraus folgt natürlich dann auch, was zu tun ist. Ja, selbstverständlich. Also bevor man ein Projekt anfängt, muss man ja erstmal eine Analyse machen. Und ich hatte mich gewissermaßen schon bereit gemacht, so als Projektleiter Klimawandel. Ich wollte das ganze Ding irgendwie mal führen, anleiten, voranbringen. Das Gequake da auf der Straße, das ist doch keine Projektleitung. Das ist auch keine konkrete Forderung. Das ist auch überhaupt nichts. Ne? Und der Herr Quaschning, der da gestern, glaube ich, in der Taz etwas zum Besten gegeben hat. Ich glaube, der ist auch nicht so richtig informiert, was überhaupt unsere menschlichen Ressourcen angeht, die all das, was er gerne hätte, dann bauen sollen. Ja. Was mir auch nicht klar zu sein scheint, ist, dass
all die Technik, die er da vielleicht irgendwo hinstellen will, gar nicht hier gebaut wird in Deutschland. Wir sind gar kein Technologieland mehr in der Beziehung. Alles, was wir da mal erfunden haben, das haben uns andere schon längst geklaut. Das war ja auch ein Grund, warum ich aus der Industrie in die Schule gegangen bin, ne? Wenn ich das schon gesehen habe. Das ist ja schon ein jahrzehntelaufender Prozess der Verlagerung von Know-how in Billiglohnländern. Und was dabei rauskommt, das sehen wir jetzt. Arbeiter- und Bauernstaat? Bauernstaat? Nee, nichts kommt dabei raus. Gar nichts. Ne? Also die Schwarzen, die Roten und die Grünen Kommunisten, die sollten sich langsam mal einen Kopf machen, wie sie denn das herstellen, was die Menschen benötigen zum täglichen Leben. Damit sie nicht mit mir spazieren gehen müssen, Eis baden und einen selbst geangelten Barsch auf dem offenen Feuer grillen müssen. Ja, müssen. Das andere ist ja nicht mehr da. Atomkraftwerke sind auch bald ausgeschaltet. Und die Kohlekraftwerke sollen auch ausgeschaltet werden. Dümmer geht's nimmer.